entsprechend abgestimmt wurde. Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 2630, Verschlechterung der Prozesssituation für Rechtssuchende durch die Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts. Verhindern, das ist die Absicht der Piraten, es spricht Herr Schulz. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen. Der Ihnen vorliegende Antrag der Fraktion der Piraten zur Frage der Verschlechterung bzw. der Verhinderung der Verschlechterung der Prozesssituation der Rechtssuchenden, Änderung der Prozesskostenhilfe und des Beratungsrechts ist ein sozialer Antrag. Und wir gehen, das möchte ich direkt am Anfang ausführen, davon aus, dass nach den Beratungen im Ausschuss dieser Antrag eine sehr breite, und hoffen dies natürlich, eine sehr breite Mehrheit hier im Plenum finden wird. Der Antrag bezieht sich auf das, was man ehemals oder früher einmal als Armenrecht bezeichnete. Und Prozesskostenhilfe ist eine Sonderform der Sozialhilfe im Bereich der Rechtspflege. Sie bietet Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Lebenslagen, dass nämlich Betroffene auf Rechtsschutz angewiesen sind, den sie ohne diese Leistungen nicht erhalten könnten, weil ihnen der Zugang und dadurch würde ihnen der Zugang zu Gerichten und zu Beratung in Rechtssachen möglicherweise verwehrt. Gegen den geplanten Gesetzesentwurf der Bundesregierung, des Bundesministeriums für Justiz, ganz im Besonderen, gegen den sich unser Antrag richtet, gibt es grundlegende verfassungsrechtliche Bedenken. Und vor allem auch im Hinblick auf die geplante Eigenbeteiligung von Bedürftigen an den Prozesskosten gibt es erhebliche Bedenken, die es noch auszuführen gilt. Es werden Beträge abgeschöpft von ohnehin geringen Einkommen, die eigentlich das Existenzminimum sichern sollen. Und das wollen wir durch unseren Antrag vermeiden, indem wir uns gegen diesen Gesetzentwurf stellen. Es gibt drei besonders wichtige Punkte, die es hervorzuheben gilt. Erstens. Der Gesetzentwurf mangelt daran, dass eine unzureichende Analyse des Ausgabenanstiegs durch die Länder erfolgt ist. Zweitens, er krankt an Unverhältnismäßigkeit der Einsparung im Vergleich zu den Auswirkungen, besonders im Bereich des Familienrechts. Und drittens, er erfordert einen Mehrbedarf im Personalhaushalt der Justiz, was gerade auch für das Land Nordrhein-Westfalen, wenn wir bedenken, wie es mit der Personalsituation im Allgemeinen in der Justizverwaltung, insbesondere in Gerichten, aussieht, sehr problematisch sein dürfte. Zu den Punkten in Einzelnen, aller Kürze. Erstens, unzureichende Analyse des Ausgabenanstiegs. Der Gesetzesvorschlag soll Kosten einsparen, die in den letzten Jahren anscheinend angestiegen sind. Tatsächlich ist es aber so, und so haben es auch viele Experten auf Bundesebene bereits gesagt, ist es so, dass die Zahl an einkommensschwachen Menschen zugenommen hat. Dementsprechend stieg auch der Hilfebedarf im Bereich der Prozesskostenhilfe. Und diese Steigerung ist durchaus akzeptabel. Wir sagen, eine der reichsten Nationen der Erde, ein Rechtsstaat wie die Bundesrepublik Deutschland, sollte sich dies zumal dann leisten können, wenn er sich zudem auch noch Sozialstaat nennt. Die Landesregierung hat angegeben, dass seit 2006 die Zahlen zur Prozesskostenhilfe in NRW stagnieren bzw. rückläufig sind. Somit bleibt die Entwicklung der Ausgaben deutlich hinter dem Anstieg der Gruppe einkommensschwacher Menschen zurück. Auch dies verstärkt den Eindruck, dass die Prozesskostenhilfe, Herr Minister, jedenfalls nicht so wesentlich gestiegen ist, dass eine Begrenzung dieser Ausgaben unausweichlich erscheint. Zur Unverhältnismäßigkeit der Einsparungen im Vergleich zu den Auswirkungen, besonders im Familienrecht. Da wirkt es sich ganz besonders aus. Denn berücksichtigt man die Höhe der Prozesskosten, könnten jedenfalls viele einkommensschwächere Menschen überhaupt keine Prozesse mehr führen. Egal, ob das Scheidung ist, egal, ob das Sorgerecht ist, Unterstützungsleistung, Unterhaltsleistung etc. pp. Berechtigte Rechtsverteidigung müsste unterbleiben. Nicht nur im Familienrecht, sondern auch im Verwaltungsrecht, im Sozialrecht und auch im Arbeitsrecht. Auch dies sind, wie der Rechtsstaat insgesamt, eine Säule unserer Republik. Und dieses hat man zu beachten. Und darauf sollte unser Augenmerk gerichtet sein.
Also, das Gesetz, so wie es in dem Entwurf da liegt, und dem, gegen das wir uns wenden, ist ein Rückschritt gegenüber allen bisherigen Regelungen und unseres Erachtens auch, ja, möchte ich gerade sagen, ein Nachteil für unseren Rechtsstaat. Dieses gilt es zu vermeiden. Es gibt darüber hinaus einen Mehrbedarf im Personalhaushalt der Justiz. Der Entwurf begründet seine Maßnahmen damit, dass dadurch missbräuchliche Inanspruchnahme von Prozesskostenhilfe entgegengewirkt werden soll. Missbräuche sind aber tatsächlich nicht belegt. Es gibt nur einen Generalverdacht gegen alle Antragsteller. Und davon geht dieser Gesetzentwurf aus. Dagegen müssen wir uns im Sinne des Rechtsstaats verwahren. Es gibt Prüfungsmöglichkeiten. Rechtspfleger haben es zu prüfen, die Richter haben es zu prüfen. Das ist bereits das Geschäft, das tägliche Geschäft an den Gerichten. Und es mag sein, dass man vielleicht den Prüfungsmaßstab etwas erhöhen müsste, durchaus, oder vielleicht sogar eben nur einfach besser hingucken sollte. Denn ich persönlich habe in der Anwaltschaft die Erfahrung gemacht, dass, oder auch eben bei den Prozessen die Erfahrung gemacht, dass manchmal die Prüfung hinter der Wirklichkeit zurückbleibt, was nicht unbedingt nur eine Zeitfrage und nicht eine Frage des Personals ist, sondern unter Umständen auch eine Frage der Ausbildung. Da wären wir aber dann auf einem anderen Feld. So, unabhängig von der Generalverdachtsfrage, und gibt es natürlich dann gemäß dem Entwurf einen erhöhten Personalaufwand. Und dieser erhebliche Personalaufwand ist selbstverständlich auch verbunden mit weiteren Kosten. Diese Kosten sind im Gesetzentwurf überhaupt nicht erwähnt. Das heißt, man setzt sich da überhaupt nicht mit auseinander, wobei wir auch wieder da bei der Frage der Analyse des Kostenanstiegs wären. Herr Kollege, Sie kommen zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Zu Ende, ne? Die Personalkosten werden, und das sagen die Experten, sich derart erhöhen, dass die Einsparungen durch den Kostenanstieg aufgebraucht werden. Wir gehen also davon aus, dass der Antrag, wie schon eingangs erwähnt, zumindest spätestens nach den Ausschusssitzungen eine breite Mehrheit finden kann. Und ich empfehle daher, diesem Antrag auf Überweisung in den Ausschuss zuzustimmen. Dankeschön. Ja, bitteschön, Herr Schulz.